Ja, also herzlich willkommen beim Digitaltag im Namen von Moderative e.V. und auch ein herzliches Willkommen an Sven Wagenknecht, den Chefredakteur von BTC Echo, das größte Kryptowährungsmagazin, darf man das so sagen? Das darf man ja, in Deutschland zumindest. In Deutschland auf jeden Fall. Genau. Unser Thema ist heute Fragen zur Digitalisierung des Geldes. Der ganze Tag dreht sich ja um die Digitalisierung. Und auch im Bereich unseres Geld-Bankensystems stehen da große Veränderungen an, die moderiert und auch gestaltet werden wollen. Ganz kurz noch vorab zum Moderative e.V. Wir sind 2012 in Berlin gegründet und setzen uns für ein nachhaltigeres, faires und stabiles Geld ein, organisieren Konferenzen und kümmern uns um Vernetzung im Bereich Bildung, Wissenschaft und auch Öffentlichkeitsarbeit, alles rund um das Thema Geld. Und werden heute eben mit einem kurzen Einführungsvortrag starten, so 10, 15 Minuten zum Thema Geld und werden dann eben für Fragen öffnen. Vorneweg, bei vielen ja, Veranstaltungen, Seminaren starte ich häufig mit so einem kleinen Gedankenexperiment. Es geht ganz kurz, ich würde auch bis heute in abgewandelter Form damit starten wollen. Wir sind einfach auf einer schönen Schifffahrt irgendwo in der Karibik und wie es so kommt ein starkes Unwetter, zack, alle Mann über Bord, alle Frauen auch. Und wie das Schicksal aber so will, ist eine schöne kleine Insel in der Nähe, alle retten sich, niemand passiert was, aber niemand hatte die Möglichkeit, irgendwas mitzunehmen. Und jetzt sind wir auf dieser Insel und man versucht sich so die ersten Tage zurechtzufinden. Die einen fangen an, Bananen zu sammeln, die nächsten sammeln Wasser an der Quelle etc. Und so nach ein paar Wochen, wie sich das so peu à peu einspielt und so eine Rollenverteilung klar wird, stellt sich so ein bisschen die Frage, wie verteilen wir das Ganze? Ganz, ganz ursprüngliche, ganz, ganz einfache Frage. Und Geld hat keiner mitnehmen können, in keiner Form. Weder digital, auch kein physisches Geld. Und dann wird nach ein paar Wochen, um diese Fragen eben zu klären, setzt sich einfach die Gruppe ums Lagerfeuer. Gemeinsam alle, die auf der Insel sind. Und diskutieren, dass man doch das System Geld eigentlich auf der Insel darstellen möchte. Frage ist eben nur, wer erzeugt das Geld? Wie wird es verteilt? Welche Form wird es haben? Und dann gibt es verschiedene Vorschläge von verschiedenen Gruppen. Und über die wird dann letzten Endes abgestimmt. Und ein Vorschlag beispielsweise sagt, wir erzeugen das Geld, sind dabei komplett transparent, legen jedem Inselteilnehmer Rechenschaft ab, wenn er zu uns kommt und fragt, wie viel wir Waren erzeugt haben und wir verteilen es zu gleichen Teilen zum Staat. Die nächste Gruppe schlägt vor, dass die Gruppe das Geld erzeugen wird, aber es immer nur dann jemanden gibt, wenn derjenige einen vernünftigen Verwendungszweck dafür hat und was für die Gemeinschaft einbringt. Das sind jetzt mal ganz rudimentär zwei Vorschläge und dabei möchte ich es auch bewenden lassen. Aber allein an diesem billigen, einfachen Beispiel wird schon deutlich, dass damit ganz, ganz viele Fragen einhergehen. Nämlich, welches Geld gibt es überhaupt? Dann, wie entsteht dieses Geld? Sprich, wer erzeugt es? Welchen Prozess hat es? Wie wird danach der Zahlungsverkehr geregelt? Ist der anonym? Überwacht den jemand? Kontrolliert den auch jemand? Wie ist es überhaupt legitimiert? Haben alle darüber abgestimmt? Sprich, ist die Gesellschaft, um ein bisschen weiterzugehen, jetzt auch ins Thema, gemeinsam ums Lagerfeuer gesessen? Sei es der parlamentarische Raum und wie ist es gesetzlich geregelt? Und dann natürlich auch, welche Probleme damit entstehen können. Ich habe dazu einfach mal ein paar Schlagworte hingeworfen, wer aus dieses Geld auch erfüllen muss. Da gibt es noch viel, viel mehr. Es muss sicher sein, es sollte im Wert stabil sein, es sollte natürlich von allen, in dem Fall Inselteilnehmer, akzeptiert werden. Es kann anonym sein, es sollte auf jeden Fall vor Missbrauch geschützt sein und all diese Fragen gilt es zu diskutieren. Und das müssen wir auch aus unserer Sicht auch heute tun, auch in der modernen Industrie- und Digitalgesellschaft. Sollten wir uns auch gemeinsam ins Lagerfeuer setzen, gerade weil jetzt in der Digitalisierung extrem viele Veränderungen anstehen. Wir erleben das in ganz, ganz verschiedenen Geldarten. Und auch da braucht es für all diese Fragen, die ich gerade kurz aufgeworfen habe, ein Verständnis und auch klare Antworten. Damit würde ich auch jetzt schon kurz in den Status quo, wie wir es eigentlich heute haben, wie wir vielleicht schon lange nicht mehr ums Lagerfeuer saßen und diskutiert haben, wie unser Geld aussehen soll, sondern es eher so miterleben, als Konsumenten, als Publikum, wie man so schön sagt. Wir sind als Nichtbanken das Publikum, und werden mit verschiedenen Geldarten konfrontiert und akzeptieren die oder nutzen sie mal weniger, mal mehr.
Und die würde ich jetzt gern kurz aufdröseln. Ganz grundsätzlich setzt sich die Geldmenge heute aus zwei wesentlichen Geldarten und auch verschiedenen Geldkreisläufen zusammen. Diese beiden Geldarten werden von verschiedenen Geldschöpfern oder auch Emittenten erzeugt und verteilt. Das sind einmal links, wie man sieht, die Zentralbanken und rechts sind es Geschäftsbanken, beispielsweise Deutsche Bank oder in Deutschland auch die Volks- und Raiffeisenbanken, die genossenschaftlich organisiert sind, oder die öffentlichen Sparkassen. Das sind die beiden Hauptemittenten unserer Geldarten und das heißt, hat auch doch starke Auswirkungen und das schauen wir uns nochmal ganz kurz an. Wir haben zwei getrennte Geldkreisläufe, das habe ich schon angesprochen. Es gibt einen Publikumskreislauf, das sind Kunden und Nichtbanken, also private Haushalte, Firmen, öffentliche Haushalte. Dazwischen gibt es die Banken, die Geschäftsbanken, und die stehen zwischen den Zentralbanken und uns als Nichtbanken. Und die haben nochmal einen ganz eigenen Interbankenkreislauf mit den Zentralbanken. Und hier oben sieht man, einmal zahlen wir mit digitalem Geld, mit Giralgeld, und die Banken untereinander haben Konten bei der Zentralbank in Zentralbankreserven, die auch digital sind. Und darunter sieht man noch in schwarz das Bargeld. Das Bargeld ist im Endeffekt eine Wechselgröße, die von den Zentralbanken über die Banken zu uns ins Publikum fließen und gegebenenfalls, wenn wir Bargeld einzahlen bei der Bank und die Bank das entsprechend als Reserve wieder verbucht auf dem Zentralbankkonto, fließt es wieder zurück. Das aber nur ganz kurz zusammengefasst, diese Reserven mal ausgeklammert, weil die eben nicht im Publikumsverkehr stattfinden. Die Geldarten, die wir heute im Publikum, also wir als Nichtbank nutzen, das ist zum einen das Bargeld, das ist physisches und gesetzliches Zahlungsmittel. Als zweites haben wir das Giralgeld, das ist digitales und größtenteils privates Geld, das nutzen wir aber vermehrt. Da gehe ich gleich noch im Detail ein bisschen näher drauf ein. Und dann gibt es auch noch drei weitere digitale Geldarten, die immer mehr ins Publikum drängen und die immer bekannter werden, aber auch immer vielfältiger und für viele unübersichtlicher. Das ist einmal das E-Geld, das sind Kryptowährungen und sogenannte Stablecoins. Und in Kursiv haben wir das digitale Zentralbankgeld. Das haben wir kursiv vor dem Hintergrund, dass es aktuell noch nicht existiert, zumindest nicht im Publikumsverkehr, aber extrem diskutiert wird, und da werden wir nachher heute auch noch mehr näher drauf eingehen. Gut, dann nochmal ganz kurz die wesentlichen Eckdaten zum Bargeld und zum Giralgeld. Das sind die beiden wichtigsten Geldarten. Bargeld ist staatlich und öffentliches Geld. Das sind unsere Münzen und Geldscheine, die wir physisch in der Hand halten. Werden immer weniger genutzt, weltweit rückläufig, das Bargeld. Die werden von Zentralbanken erzeugt und auch verteilt. Bargeld ist das einzige gesetzliche Zahlungsmittel mit einem Annahmezwang. Das ist im Bundesbankgesetz § 14 geregelt. Es sichert zudem anonyme Zahlungen zu, die in der Form nicht nachvollziehbar sind und auch nicht zu überwachen sind. Hat seine Vor- und seine Nachteile bezüglich Geldwäsche, aber auch bezüglich Bargeld ist geprägte Freiheit. Der Satz kommt nicht von ungefähr. Als zweites eben das Giralgeld. Das ist größtenteils privates Geld. Das ist das Guthaben, das wir auf unseren Girokonten haben. Das ist jederzeit verfügbar, das ist eine Sichteinlage, also auf Sicht abrufbar. Und es ist bargeldloser Zahlungsverkehr. Das heißt, es existiert nicht physisch, nur digital. Dieses wird von den Geschäftsbanken erzeugt, sprich der Commerzbank und all den großen Banken, die wir kennen, und auch verteilt. Es ist kein gesetzliches Zahlungsmittel. Es ist lediglich ein Anspruch auf eine Bargeldauszahlung. Das heißt, in dem Moment, wo ich zu meinem Girokonto gehe, am Automaten und 1.000 Euro abhebe, löse ich meinen Anspruch auf die Bargeldeinzahlung bei der Bank ein. Ich habe eine Forderung an die Bank, so sagt man bilanziell, das Geld, dass die Bank mir das Geld auszahlt. Und dann löse ich es erst in gesetzliches Zahlungsmittel ein, das auch öffentlich-staatliches Geld ist. Dieses Geld, das Giralgeld, das ein Großteil unserer Geldmenge ausmacht, sehen wir gleich, entsteht per Kreditvergabe. Das heißt, ich gehe zur Bank, nehme einen Kredit auf. Banken sind keine Intermediäre, das heißt, sie sammeln kein Geld vorher ein bei ganz, ganz vielen und verleihen dann dieses Geld weiter, sondern bei jeder Kreditvergabe wird neues Geld erzeugt, das in dem Fall ausschließlich digital ist. Auch da, in dieser Art und Weise des Giralgelds, haben wir schon seit Jahrzehnten, mit dem wir leben, und da ist die Digitalisierung schon relativ weit. Wir haben unten noch dazu stehendes Publikum, also wir behandeln beide Geldarten
fälschlicherweise komplett gleich, obwohl sie, wie wir gerade gesehen haben, im Kern nicht ganz gleich sind. Ganz kurz dazu noch, einfach nur mal um die Verteilung der Geldmenge zu sehen. Bargeld macht im Euroraum 3% circa aus, Chiralgeld 97%. Da sieht man schon, dass eine ganz, ganz klare Gewichtung vorliegt. Und auch das hat viele Fragen, wie das aufwirft, ob das die Geschäftsbank tun sollte oder nicht, die wir heute aber nicht final diskutieren wollen. Weitere Geldarten zum Status Quo, die wir heute haben, die auch digital eben sind, das ist E-Geld. Nicht Banken beispielsweise, also Unternehmen wie PayPal, kennt jeder, oder Transferwise, die erzeugen E-Geld und das ist in der Regel durch Chiralgeld gedeckt und es befindet sich auf Karten oder auch auf Konten. Viele von uns kennen die Geldkarte oder auch Girogo, das sind E-Geld-Karten. Das heißt, das Geld wird darauf gebucht, das kann aber auch ein Konto sein. Die EU spricht vereinfacht bei E-Geld von digitalem Bargeld, das auf einem elektronischen Gerät oder räumlich entfernt auf einem Server gespeichert ist. E-Geld darf in Europa auch von Banken oder von der Zentralbank herausgegeben werden, dann muss es nicht gedeckt sein. Eine weitere Geldart sind sogenannte Stablecoins. Also Stablecoins sind monetäre Werte, also geldliche Werte auf einer Distributed Ledger Technologie, das heißt auf einer dezentralen Datenbankstruktur, die einen stabilen Wert hat, also einen Referenzwert. Das sind im Regelfall nationale Währungen. Beispielsweise Facebooks Libra wird gerade extrem viel diskutiert und der neue Vorstoß der Währung von Libra ist als Stablecoin konzipiert. Das heißt, es gibt einen Währungskorb, da wird noch austariert, was alles reinkommt, aber Euro, Dollar und natürlich auch chinesischer Yen in verschiedener Gewichtung werden da aufgenommen in diesen Währungskorb und dann wird das Geld entsprechend diesen Wert hinterlegt in Libra. Es gibt auch Newbits, das ist relativ bekannt, aber dazu würde ich dann auch gleich noch an Sven als Experten übergeben. Und es gibt auch Fiat-gedeckte Stablecoins, die sehr, sehr ähnlich sind zu E-Geld. Und manche Stablecoins können sogar rechtlich E-Geld sein. Das zeigt eigentlich nur auf, wie schwammig oder auch wie fließend da die Grenzen sein können bei diesen digitalen Geldarten, mit denen wir immer mehr zu tun haben. Dann haben wir zusätzlich noch Kryptowährungen. Die sind inzwischen eigentlich jedem vertraut, spätestens durch Bitcoin und den Wertentwicklung, die jeder eigentlich irgendwo mitverfolgt und an jedem Stammtisch oder in jeder Runde schon mal besprochen hat. Warum habe ich noch nicht investiert und hätte ich nur oder sollte ich noch? Kryptowährungen gibt es inzwischen mannigfaltig. Das sind auch monetäre Werte, die auf einer dezentralen, verschlüsselten Datenbank hinterlegt sind. Die können ungedeckt sein, werden wie beispielsweise bei Bitcoin durch einen Algorithmus gemined oder können auch durch Token Sales erzeugt werden, sind wie gesagt dezentralisiert, stellen so ein bisschen das Zentralbanken- und Geschäftsbankenmonopol in Frage, zumindest konzeptionell. Das sind eigentlich immer verschlüsselt auf verschiedene Arten und Weisen. Technologisch sind auch Kryptowährungen je nachdem besonders anschlussfähig. Anschlussfähig heißt, dass man Smart Contracts integrieren kann, sprich programmierbare Verträge, die dann automatisiert abgerechnet werden. All das ist aber gerade im Wandel, auch dazu gleich an Sven, ein bisschen mehr Input dazu. Und vielleicht eine Frage, die ich vorhin schon aufgeworfen habe, bezüglich Wertstabilität und Akzeptanz. Da hat Kryptowährungen so als Zahlungsmittel immer noch das Problem, dass es einfach zu unstabil ist in der Wertentwicklung. Der Zugang ist jetzt auch nicht für jeden gegeben. Sag mal, für junge Leute, die sich jetzt am Digitaltag beschäftigen, vielleicht ja, aber spätestens dann bei meiner Großtante und bei meinen Großeltern wird es schwierig. Denen brauche ich jetzt nicht erklären, was ein Wallet ist. Die werden damit nicht mehr bezahlen in ihrem Leben, vermutlich. Das ist noch so ein bisschen eine Einschränkung, aber das wird sich ergeben. In dem Zuge vielleicht auch gleich mal an dich, Sven. So ein bisschen fehlt was aus deiner Sicht, Kryptowährungen, Stablecoins, E-Geld. Wie siehst du da gerade die Entwicklung? Sind das Geldarten, die uns gerade auch in Zukunft, das ist ja auch so das Motto heute, Lösungen oder wo geht die Reise hin? Die uns noch so viel stärker begleiten, auch im Alltag und weg von Anlageoptionen. Genau, sehr gerne. Also ursprünglich hat es ja mal angefangen, auf Reaktion zur Bankenkrise damals eine Alternative zum Zentralbankengeld zu schaffen. Also eben eine dezentrale Währung, die eben nicht von Zentralbanken kontrolliert wird, die so gesehen unabhängig ist. Das Problem dabei ist, was wir festgestellt haben, dass die Währungsfunktion
von Bitcoin zum Beispiel, eigentlich gar nicht genutzt wird. Es ist doch, wenn man ganz ehrlich ist, eher umständlich, mit Kryptowährungen zu zahlen. Und allen voran, wir haben eben dieses Wechselkursrisiko, diese Schwankung, sodass ich nur ungern damit einen Kaffee bezahle oder ein Buch, weil es immer eine Spekulation ist. Und so hat es sich nun mal auch entwickelt, dass inzwischen Bitcoin vor allem, aber auch andere Kryptowährungen, mehr eine Wertanlage für viele sind, ein Wertspeicher. Gerne wird man auch oder sagt man, dass Bitcoin das digitale Gold ist, also nochmal ein Asset, ein unkorreliertes Asset, das eine Art Risikoprämie darstellt zum Fiat-Banken-Geldsystem. Aber zur Zahlung ist es gerade für uns, ich glaube auch in Europa oder in den USA mit doch eher einem eher stabilen Währungssystem nicht so attraktiv. Ist was anderes noch vielleicht in Schwellenländern oder in Ländern mit einer schwachen Bankeninfrastruktur, wo dann Kryptowährungen auch heute schon wirklich einen Währungssinn erfüllen können. Venezuela ist hier ein bekanntes Beispiel, wo dann eben, als das System zum Erliegen gekommen ist, doch dann eben Zahlungen, sei es auch im Krankenhaus zum Beispiel, über Kryptowährungen auch wirklich abgewickelt worden sind. Nur daraus wiederum sind vor allem auch die Stablecoins entstanden, die du ja gerade angesprochen hast, Simon, weil wir festgestellt haben, wenn wir jetzt Anwendung machen möchten, wo Kryptowährungen zum Einsatz kommen, beziehungsweise wir die Vorteile nutzen können, also einen Smart Contract, also einen intelligenten Vertrag, der eingebettet ist in einer Softwareinfrastruktur, um das machen zu können, ist es dann doch besser, wenn wir eben uns an den Fiat-Währungen orientieren, wie dem Euro, US-Dollar, sodass daraus dann später Stablecoins entstanden sind. Das heißt, wir haben hier eine Art Derivat auf Token-Basis. Wir nehmen also ein neues Medium, das Medium Token, als eine Verbriefungsform von Wert, wenn man so möchte, das eben hinterlegt sein kann, auf einem normalen Bankkonto zum Beispiel durch Euro-Einlagen, und können dann damit auch Zahlungsvorgänge machen oder eben, ja, ich sag mal, ganz spezielle Anwendungen, die wir mit dem Geld, was wir heute haben, mit unserem normalen Konto bei der Sparkasse oder Deutschen Bank eben nicht machen können. Und das ist eben das ganz, ganz Spannende. Und da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen sonst, warum das Ganze so sinnvoll ist und was wir davon auch uns erwarten, letztlich diese Kryptowährungen zu nutzen. Ja, geh gerne gleich direkt darauf ein, weil so für mich ist ja so, ja. Bitcoin hatte ja den am Anfang dann, als es aufkam, so diesen, ja, das war das Damoklesschwert ein bisschen, da gibt es einen dezentralen Angriff auf das bestehende Finanzsystem. Es gibt, niemand hat mehr die Hand drauf, das ist ja die charmante Idee für viele dahinter. Wie siehst du das vor dem Hintergrund? Kommt da jetzt noch auch jenseits von Bitcoin? Gibt es einen Stablecoin oder eine Kryptowährung, wo du sagst, da gibt's, die geht in die Richtung, dass sie wirklich unser Zahlungsverkehr auch anders gestaltet in Zukunft und das Geld so digitalisiert, dass wir ganz, ganz anders vielleicht andere Player haben, die das gestalten, vielleicht dezentral, und ganz andere Gewohnheiten auch sehen werden? Also ich glaube, es ist gerade alles offen. Natürlich möchte der Staat nicht sein oder die Zentralbank das Geldmonopol aus der Hand geben. Aber gerade deswegen entstehen ja auch Initiativen oder Reaktionen von den Notenbanken auf private Initiativen, wie zum Beispiel eben von Facebook Libra, die eben auch also in einem Konsortium, das heißt mehrere Unternehmen, haben sich da zusammengeschlossen, um eine eigene unabhängige Zahlungsinfrastruktur aufzubauen, also auch unabhängig von Geschäftsbanken, um damit eben auch, sei es den US-Dollar, den Euro oder Schweizer Franken, in einer digitalen Zahlungsinfrastruktur abbilden zu können. Und ich würde jetzt vielleicht nochmal zum Verständnis mal kurz zurückrudern, warum das Ganze vielleicht auch so ein bisschen, weil es noch sehr abstrakt ist auf das Thema. Und zum Beispiel, wir nutzen jetzt aktuell für diese Webkonferenz ja auch Zoom. Es gibt noch andere Anbieter wie Google Hangouts, Skype und so weiter und so fort. Was ist passiert? Wir haben die Kommunikation, die wir sonst über ein Telefon machen würden, wo wir uns nur hören würden, ausgelagert auf neue Infrastrukturen, digitale, wo wir auf einmal viel mehr neue Möglichkeiten bekommen. Wir können jetzt über Zoom unser Video aufnehmen. Du kannst den Bildschirm teilen, was du gerade machst. Wir können chatten. Wir können uns Dateien senden und können also ganz, ganz viel zusätzliche Sachen machen. Und worum es jetzt geht, wenn wir über das Thema Geld sprechen oder Zahlungsinfrastrukturen, ist, hier genau diesen nächsten Schritt auch zu gehen. Das heißt, den Schritt zur stärkeren Digitalisierung, um zum Beispiel jetzt über Zoom auch Geld überweisen zu können. Und genau darauf zielt eben auch Facebook ab. Denn Facebook hat diese digitalen Infrastrukturen. Es hat WhatsApp, es hat Instagram. Und es ist zum Beispiel diese Woche ja auch erst bekannt geworden, dass jetzt in Brasilien zum Beispiel diese Woche
WhatsApp seinen Bezahldienst gestartet hat. Das heißt, ich kann jetzt über diese Kommunikationsinfrastrukturen auch Geld überweisen. Aktuell passiert das alles noch über die Banken, das heißt über eine Mastercard oder Visa Card oder klassische Geschäftsbank. Und das Spannende ist jetzt hier, was vielleicht noch keiner weiß, wo genau das sich hinentwickeln wird, ist, wenn jetzt Facebook mit rund 2,5 Milliarden Nutzern auf einmal auch die Zahlungsinfrastruktur stellen kann. Also nicht mehr nur die Daten- und Kommunikationsinfrastruktur, sondern auch die Finanzinfrastruktur. Das heißt, Banken werden dadurch viel weiter in eine, ja, zurückgedrängt letztendlich in ihrer Rolle, aber auch der Staat, je nachdem. Zwar würde jetzt ein Stablecoin, wie in Facebook anvisiert, natürlich auf einer staatlichen Währung basieren. Andernfalls hätte Facebook auch, oder sie wären die Chancen für Facebook sehr, sehr schlecht, das überhaupt genehmigt zu bekommen von den Aufsichtsbehörden. Und genau damit ist natürlich auch das, die Möglichkeiten sind enorm, auch das Machtpotenzial von einem Konzern in dem Fall. Wenn jetzt eben jeder von uns Kunde wird und auf einmal ganz neue, ich sag mal auch Werbung geschaltet werden kann, ein neuer Anreiz geschaffen wird, dass wir ab sofort eben nicht mehr mit unserem Euro bezahlen auf dem Bankkonto, sondern dass Facebook solche Anreize setzt, dass wir mit dem Libra-Token bezahlen, der am Ende aber auch 1:1 den Wert vom Euro abbildet. Und das ist natürlich ganz spannend und ich glaube, da gibt es zwei Dimensionen. Das ist das Politische zum einen, wo es hoch und runter geht, wo sich alle Staaten praktisch zu geäußert haben. Auch gerade sagen, auf Libra reagieren wir. Und das andere ist aber eben das Technologische, die Digitalisierung und die Frage, welche Anwendungsfälle gibt es hier überhaupt damit? Was kann ich mit dem Libra-Coin machen? Wie kann ich den einbetten? Genauso wie wir jetzt eben mit Zoom kommunizieren und nicht über eine Telefonkonferenz. Ja, weil du es gerade schon ansprichst, Facebook und auch die, nennen wir es mal potenziellen Machtmissbrauch, der ja durchaus im Raum steht und von vielen, die vor dem viele Angst haben, der eigentlich bei allen zentralisierteren Lösungen immer im Raum steht, gerade wenn es digital ist, ist man nun mal sehr schnell gläsern. Der komplette Zahlungsverkehr, alle Transaktionen liegen offen. Es gibt viele Käufe, viele Gewohnheiten, von denen ich und viele andere wahrscheinlich nicht wollen, dass sie jeder kennt. Und im schlimmsten Fall kann man dann unter Umständen, wenn es nur noch digitales Geld gibt, ja auch vom Zahlungsverkehr ausgeschlossen werden. Und das sind alles Gefahren, die ja potenziell Grundrechte oder auch die Freiheit einschränken können. Da auch die Frage vielleicht zurück, wir sprechen heute über Digitalisierung des Geldes, aber ist Bargeld dann nicht vielleicht doch die einzige sichere, anonyme Art, das zu zahlen? Oder können wir diese Eigenschaften von Anonymität und von Freiheit auch ins digitale Geld retten oder übernehmen? Also theoretisch ist das schon möglich, diese Eigenschaften des Bargelds zu übernehmen. Die Frage ist, ob es am Ende umgesetzt wird und auch vom Staat toleriert wird letztendlich. Denn sicherlich hat er ein Interesse daran, auch immer auf Berufung der Anti-Geldwäscheregelung, der Terrorismusfinanzierung, hier doch eben die Kontrolle zu haben. Ursprünglich muss man dazu sagen, sind eigentlich Kryptowährungen als sehr inklusives Mittel geschaffen worden. Das heißt, momentan ist es so, nur Menschen mit einem, also gerade in Europa ist das vielleicht noch anders, aber bekommen ein Bankkonto, wenn sie entsprechend einen Wohnsitz haben, wenn sie eine Arbeit haben. Das heißt, sehr viele Menschen auf dieser Welt, rund 2 Milliarden Menschen, haben nicht den Zugang zur Bankeninfrastruktur. Und hier ist natürlich der Anreiz sehr groß, diese Menschen auch eben den Zugang zu ermöglichen zu einem Bankensystem. Das ist auch das Narrativ, was Facebook immer wieder bedient und sagt, ich gehe in die Schwellenländer rein, dort, wo die Menschen noch kein Bankkonto haben, auch keins bekommen würden, weil die Banken ihnen keins geben, sodass dort natürlich auch ein sehr viel, soziale Fantasie vorhanden ist. Die Risiken jetzt aber, die Simon, die du gerade angesprochen hast, sind natürlich extrem. Wir alle wissen, dass gerade die großen Datenkonzerne aus dem Silicon Valley aus Datenschutzsicht sehr, sehr problematisch oft sind. Sie sammeln unsere Daten, sie kontrollieren unsere Daten und sie monetarisieren unsere Daten letztendlich auch. Und wenn jetzt noch dieser Aspekt eben der Zahlung hinzukommt, nun ja, dann ist diese Freiheit und diese Anonymität vom Bargeld, die ist dann absolut vorbei. Also Libra ist das Gegenteil von Privatsphäre sicherlich. Auch wenn hier natürlich immer auch argumentiert wird, dass genug Privatsphäre-Schutz, Verschlüsselung dabei ist. Also auch bei den Messenger-Diensten sagt Zuckerberg hier ganz bewusst, wir achten besonders auf die Privatsphäre. Ich habe da meine Zweifel dran. Und die Frage ist ja natürlich ganz spannend, können wir es schaffen, von Zentralbankenebene, also von auch staatlicher Ebene letztlich, eine Alternative, eine digitale Alternative zum Bargeld zu schaffen, die eben nicht den gläsernen Bürger zum Ziel hat, sondern die auch
dort noch Privatsphäre ermöglicht. Das ist aber eine politische Herausforderung. Das ist ein Blick in die Zukunft. Aber ich glaube, dafür müssen wir jetzt genau kämpfen, die Diskussion auch führen, die gerade geführt werden aktuell, damit es eben nicht in die falsche Richtung geht. Und ich glaube, ganz spannend ist hier eben China, um das vielleicht noch ein bisschen aufzugreifen. Den Diskurs, oder nicht den Diskurs, die Entwicklung, die führt China ab. China ist mehrere Jahre Europa und USA voraus, was Zahlungsinfrastruktur angeht. So wird in China aktuell eine digitale Zentralbankwährung getestet. Das findet gerade schon statt. Durch unter anderem nicht nur Banken, das ist das Spannende, sondern auch außerhalb der Geschäftsbankinfrastruktur durch zum Beispiel die Nichtbank Alibaba respektive Alipay. Natürlich hat der chinesische Staat, oder das glaube ich zumindest, ein Interesse daran, durch die digitale Zentralbankwährung noch mehr seine Bürger kontrollieren zu können, theoretisch Anreize setzen zu können oder eben auch Sanktionen, wenn das Bargeld dadurch abgeschafft wird. Was es bereits schon sehr, sehr auch stark ist letztlich, weil sehr viel über mobile Zahlungen über das Handy stattfinden. Und da ist natürlich auch ein Spannungsverhältnis hier gegenüber Europa oder EZB oder der FED, inwiefern wir da mitmachen bei diesen aus staatlicher Sicht doch sehr, sehr großen Vorteilen. Und genau, das ist halt die große Frage, wird dadurch der Staat im Zweifel sogar noch mächtiger, wenn hier die Trennung zwischen Zentralbank und Politik, wenn hier nicht die demokratischen Grundsätze beachtet werden. Die Fragen werden auf jeden Fall neu gestellt. Genau, damit sind wir dann eigentlich auch schon, hast du eigentlich schon schön übergeleitet zu dem potenziell vierten Geld, das ich vorhin schon in der Einführung mal kurz angerissen hatte, nämlich digitales Zentralbankgeld. Was so ein bisschen die Frage, also wie kann man die Privatsphäre und die Anonymität des Bargeldes in die digitale Welt übertragen und gleichzeitig, wenn man Facebook attestiert, beispielsweise jetzt Facebook mit Libra, dass sie finanzielle Inklusion zwar sagen, aber im Endeffekt ökonomische Machterweiterung und mehr Möglichkeiten meinen, wovon auszugehen ist, altruistische Motive unterstelle ich beispielsweise Facebook nicht. Insofern muss man sich ja nach einer Alternative umschauen. Digitales Zentralbankgeld, ganz kurz jetzt eben als vierter Punkt, in der Form auch noch kursiv dastehen, weiß, dass der Form noch nicht existiert. Digitales Zentralbankgeld existiert nicht fürs Publikum, sondern für Banken. Das hatten wir vorhin, das sind Zentralbankreserven. Für uns als Nichtbanken gibt es aber noch kein digitales Zentralbankgeld. Digitales Zentralbankgeld, auch ganz oft mit CBDC abgekürzt, steht einfach für das englische Central Bank Digital Currency. Das rückt jetzt immer stärker in den Fokus, wenn es um alle Digitalisierungsthemen des Geldes geht. Andere Begriffe, das ist immer ein bisschen so verwirrend, das werden häufig mal Digital Cash bezeichnet, dann E-Euro, dann der programmierbare Euro. Da muss man immer ein bisschen aufpassen und abgrenzen, was mit was ganz genau gemeint ist, aber es geht häufig in die Richtung digitales Zentralbankgeld. Die großen Notenbanken, so wie du schon gerade gesagt hast, in China arbeiten mit Hochdruck dran, auch in Schweden. Die wollen E-Krona einführen und viele, viele andere Notenbanken arbeiten daran, haben Programme aufgesetzt, kleine Testläufe gestartet. China ist dann mit Sicherheit das beeindruckendste und beängstigendste Beispiel zugleich, weil die Chinesen im Zweifel, auch mit dem Social Credit System, das da ja anschlussfähig ist zukünftig, da auf die Individualität und auf freiheitliche Rechte und Datenschutz wahrscheinlich nicht die größten Wert legen, was die Frage eben nach einer europäischen Antwort nur viel dringender macht. Digitales Zentralbankgeld wäre eben auch äquivalent zum Bargeld und würde dessen Eigenschaften übertragen, digitales gesetzliches Zahlungsmittel. Vorausgesetzt, es würde dann so geregelt werden. Es wäre von der Zentralbank emittiert bzw. erzeugt, auch wie das Bargeld. Und darüber hinaus gibt es ganz, ganz viele Ausgestaltungsoptionen, Design Principles. Und in der Diskussion und in dem Zeitpunkt befinden wir uns gerade. Das heißt, ganz, ganz viele Player, der Bankenverband und viele, viele andere und die Zentralbank machen sich Gedanken, wie kann so ein digitales Zentralbankgeld ausgestaltet werden. Da gibt es ganz, ganz viele Punkte. Aus unserer Sicht ist das Monetative e.V. ist aber entscheidend, wie kann man digitales Zentralbankgeld für die Bürgerinnen einführen, das ihnen nützt, das sinnvoll ist, das möglichst viele Eigenschaften vom Bargeld überträgt. Und da vielleicht noch ganz kurz zum digitalen Zentralbankgeld. Wir haben in einem Positionspapier, das wir jetzt finalisiert haben und nächste Woche auch veröffentlichen werden, mal 10 Punkte definiert, die entschieden werden müssen bei einem CBDC. Beginnend Publikum steht hier so einfach. Das heißt, wer hat darauf Zugriff? Also jeder, das nennt sich Retail oder nur Finanzdienstleister etc. Das wäre dann Wholesale CBDC.
Dann geht es weiter, wie wird es emittiert, also wie erzeugt man dieses CBDC? Wird es reaktiv, das heißt, wenn jemand sein Giralgeld vom Girokonto dann auf sein neues digitales Zentralbankgeldkonto überweist, wird es erst dann erzeugt und umgewandelt. Oder erzeugt die Zentralbank es proaktiv? Und nach welchen Kriterien? Da sind wir wieder ein bisschen bei der Insel und bei dem Lagerfeuer. Wann und wer erzeugt welches Geld? Das gilt auch für digitales Zentralbankgeld. Viele, viele andere Punkte. Wird es verzinst? Was ist die technologische Grundlage, wie anonym es ist? Und wie könnte man es umstellen? Ich glaube, dass es kommt. Ich würde sagen, in ein paar Jahren werden wir es haben. Alles deutet darauf hin. Aber gib gerne du mal deine Einschätzung, Sven. Wie siehst du die Entwicklung? Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass wir es haben werden, weil es geht für mich vor allem darum, wir haben einen Wettbewerb einfach zwischen den Ländern, zwischen den Nationen. Und es geht dabei um digitale Infrastruktur. Und es ist vor allem jetzt, um mal von dem politischen Feld auch ein bisschen wegzukommen, eine technologische Frage, wie wettbewerbsfähig unsere Industrie ist. Wir denken hier mal gerade in Deutschland an unseren Mittelstand und die Maschinenbauer, Automobilindustrie. Und was wir wissen ist, die Prozesse werden immer stärker automatisiert, immer stärker durch Maschinen bzw. Algorithmen getrieben. Das heißt, der Mensch trifft immer weniger Entscheidungen. Hingegen werden Maschinen oder Algorithmen immer mehr Entscheidungen treffen, auch letztlich Verträge, digitale Verträge abschließen. Und so ist es nun mal, und das glaube ich auch bei China vor allem der Punkt, dass es nicht nur aus der autokratisch-politischen Kontrollsicht das macht, sondern auch aus einer rein ökonomischen Sichtweise, um zu sagen, ich möchte, dass unsere Industrie die Zukunft sozusagen der Wertschöpfung am besten abbilden kann, dass wir eben nicht ins Hintertreffen geraten, was die digitale Wertschöpfung angeht. Und da ist zum Beispiel das autonome Fahren zu nennen, da sind Drohnen zu nennen. Und es wird auch daran schon gearbeitet. Also zum Beispiel jeder Automobilkonzern, bei Porsche, es gibt zum Beispiel ein gutes Projekt mit Riddle & Code, wird daran gearbeitet bereits jetzt in die Autos, Car-Wallets, also digitale Brieftaschen sozusagen einzubauen, über die Token, also eben Platzhalter auf der Blockchain, eben abgebildet werden können, sodass eben auch Maschinen in der Lage sein werden, Transaktionen vorzunehmen. Es geht dabei nicht immer nur um Geld, um Payment. Es geht dabei auch um Datentransaktionen im Zweifel, die ich machen kann. Und ich glaube, gerade wir in Deutschland als Industriestandort sind gut daran beraten, jetzt schon mal die Grundlagen zu schaffen, das heißt die Zahlungsinfrastrukturgrundlage, damit darauf aufbauend die Machine-to-Machine-Communication zum Beispiel, also dass Maschinen untereinander interagieren, in der Industrie 4.0, das ist das Internet der Dinge, oft auch die deutsche Bezeichnung für das Internet der Dinge, die Industrie 4.0, damit wir das auch umgesetzt bekommen. Denn das geht aktuell nicht, sondern nur sehr schwierig mit unserem bestehenden System. Und deswegen halte ich es auch für unausweichlich, dass wir das machen. Und vielleicht jetzt dann nochmal, oder der andere politische Aspekt, ich glaube auch, dass es hier um Einflusssphären geht. Das heißt, zum Beispiel China ist ja an der Seidenstraße gerade aktiv dran, an der neuen Seidenstraße. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass dort auch die Blockchain-Technologie für Logistikprozesse, für die Schifffahrt zum Beispiel, für Frachtpapiere zum Beispiel an den einzelnen Häfen zum Einsatz kommt. Das heißt, diese dezentrale Datenbank wird dort für Verträge zum Einsatz kommen. Und dann ist natürlich auch dort immer ein Finanzaspekt gegeben. Das heißt, dass Versicherungen zum Beispiel abgeschlossen werden, Transportversicherungen. Und hier ist sicherlich ein Interesse da, dass eben auch, oder vielleicht die nächste Leitfrage, ob es der US-Dollar bleibt, der Renminbi wird oder wie auch, was auch immer, das möchte ich gar nicht politisch beurteilen, dass diese Währung aber sehr wohl sehr intelligent ist. Denn digitales Zentralbankgeld ist erstmal neutral, das muss nicht besonders intelligent sein. Die Frage ist immer, wie gut kann ich es einbetten in intelligente Strukturen? Und ich glaube, dass das natürlich einen Anreiz darstellt, dann auch in anderen Ländern im Zweifel seine Infrastrukturen, sei es jetzt Amerika in Südamerika oder China in Afrika, wie auch immer, dort voranzutreiben. Ja, also das Wettbewerbs- und das Ökonomie-Argument ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes. Trotzdem, viele, ich auch so ein bisschen, habe da immer so, ich denke da immer an iRobot oder an alles mögliche dystopische potenziell. Vielleicht ist es so eine urdeutsche Angst vor Veränderung, vor Technologie, die die Chinesen beispielsweise ganz, ganz anders angehen, was auch sein Für hat. Denn die Frage der Anonymität und auch der Technologie ist ja doch ganz essentiell. Siehst du das positiver? Höre ich das nur so raus? Oder gibt es da eben auch ganz, ganz entscheidende Punkte, die man dann eben bei so einer Konzeption auch von dem digitalen Zentralbankgeld aus deiner Sicht unbedingt berücksichtigen muss, dass man da gewisse Schatten einzieht, wo man sagt, bis hierhin und nicht weiter und da darf es auch gar nicht weiter.
Ja, wir sind auf an einem ganz gefährlichen Punkt, glaube ich, stehen wir gerade. Wir können uns dieser Entwicklung nicht verschließen. Das geht nicht. Dann wären wir komplett abgehangen. Das wäre so, als wenn wir praktisch auch bei allen anderen Digitaltechnologien sagen, da machen wir nicht mit. Es ist nur eine Infrastruktur, genau wie die Kommunikationsinfrastruktur, dass wir jetzt über Zoom diesen Call hier machen und nicht über ein Festnetztelefon. So ist das Gleiche eben auch mit den Payment, mit den Geldinfrastrukturen. Wir haben also da, glaube ich, keine Wahl, wenn wir nicht abgehängt werden wollen. Die Angst ist aber sehr, sehr groß von mir. Gerade dieses George Orwell 1986, dass wir einfach überwacht werden, dass wir nicht mehr Herr über unser Eigentum sind, weil der Staat immer die Zugriffsrechte hat im Zweifel. Das ist eine große Befürchtung von mir. Nur deswegen können wir nichts anderes machen, als jetzt eben immer wieder die Forderung zu formulieren, dass wir Privatsphäre-Schutz brauchen, dass wir technisch eben nicht zum Beispiel jetzt mit der Corona-App zum Beispiel, dass wir Tracing haben, dass es eben dezentral ist, dass die Daten eben beim Nutzer verbleiben, dass also andere der Staat nicht über zentrale Serverarchitektur darauf zurückgreifen kann, sondern die Privatsphäre geschützt bleibt. Wie die technische Lösung im Einzelnen aussieht, weiß ich auch nicht. Das müssen wir noch herausfinden, wie das kann. Aber ich möchte auf keinen Fall, dass wir eben eine chinesische Lösung haben, die stark zentralistisch ist, wo also letztlich alle Daten, alle Informationen komplett ausgewertet werden können. Und darum geht es letztendlich. Aber eine Wahl sehe ich da kaum zum CBDC. Das sehe ich sehr, sehr ähnlich und treffend aus meiner Sicht auch zusammengefasst. Da muss man jetzt halt auch als Zivilgesellschaft klar dafür Position beziehen, dass es entsprechend diese Privatsphäre und diese technologische Basis hat, damit man da nicht in so ein dystopisches Szenario reinläuft. Bevor wir jetzt für Fragen öffnen, vielleicht noch ganz kurz zusammengefasst: Das gilt mit Sicherheit auch für das Digitale, auch so ein bisschen auf das Intro des Vortrags. Geld ist im Endeffekt eine soziale Technologie und auch eine Technologie, gerade in der Digitalisierung per se. Das ist eine Verabredung, die wir treffen als Gesellschaft. Das ist kein Naturgesetz und wir können das gestalten. Das sieht man alleine an den verschiedenen Geldarten, die wir jetzt hatten, alleine auch an deinen Insights und an deinen Einschätzungen, Sven, was alles möglich ist, wer sich wo wie bewegt, auch mit welchen Intentionen. Das alles auch vor dem Hintergrund, den wir vorhin hatten. Und da möchte ich auch nochmal dran anknüpfen an das Statement. Jetzt ist halt auch die Zeit, da klar Position zu beziehen und zu sagen, dieses und jenes, auch wenn man vielleicht nicht final weiß, wie es gemacht werden muss, aber Anonymität ist wichtig. Und dann schafft man es halt auch diese Forderung wirklich in die Umsetzung zu tragen. Ich würde damit jetzt auch für Fragen öffnen. Wer einfach kurz im Chat oder alternativ per Wortmeldung und gerne auch an den Adressaten, an denen es gehen sollte, wenn es eine Anmerkung wird, gerne auch eine Anmerkung. Ich sehe im Chat noch nichts. Könnte mir vorstellen, Hans-Florian? Hallo, Mario Mattes, grüß Sie. Ja. Also eigentlich gleich an beide, an Herrn Wagenknecht und an Sie. Sie sind der Referent an der ganzen Geschichte, deswegen können Sie mit Sicherheit die Frage vielleicht gegebenenfalls auch beantworten. Digitales Geld, meine Frage dahingehend ist, wird ja digital erzeugt, also mit Strom erzeugt. Der Strom kostet Geld. Vernichten wir da das digitale Geld auch nicht gleichzeitig wieder ein bisschen? Ist das jetzt auf Bitcoin bezogen oder grundsätzlich aufs Geld insgesamt? Grundsätzlich auf das digitale Geld. Also das kann ja sowohl Bitcoin sein, das kann Libra sein, das kann nachher auch ein E-Euro sein. Was soll mit dieser Energie entstehen oder die wir dann dazu brauchen, um dieses digitale Geld überhaupt herstellen zu können? Was können wir mit dieser Energie machen oder woher soll die Energie kommen? Ich glaube, man muss hier ganz stark unterscheiden. Bitcoin ist ja eben das Extrembeispiel an energieintensiver Arbeit, eben von Rechenoperationen, die gemacht werden müssen. Dieser enorme Stromverbrauch, der dahinter steht. Das ist aber, weil es sehr dezentral ist, das System. Und wenn wir jetzt uns zum Beispiel Libra anschauen oder auch klassische Zentralbanksysteme, ich kenne jetzt nicht den genauen Strombedarf, der liegt aber deutlich, deutlich darunter, weil ich muss überhaupt gar nicht viel Energie aufwenden. Also das Thema Energie ist hier eigentlich kein Thema, weil es eigentlich nicht viel Energie verbraucht im Vergleich zu Bitcoin jetzt zum Beispiel. Aber die Frage ist hier natürlich auch, ist es uns das wert? Wo kommt der Strom her? Also bei Bitcoin ist es
zum größten Teil auch aus regenerativen Energien. Aber klar, es ist, man kann es kritisch sehen, natürlich, auch aus einer ökologischen Sichtweise ist das sicherlich eine Frage, die wir nicht, da müssen wir drauf eingehen. Aber ich sehe das Problem, ehrlich gesagt, weniger bei Zentralbankwährungen, denn sie sind ja nun mal dann doch relativ zentral, dass ich hier gar nicht so viel Strom brauche. Das ist meine Antwort drauf. Ja, vielleicht würde ich noch dran anschließen. Die Frage, also in der Frage kam ja auch auf, vernichten wir nicht dieses Geld wieder, das wir erst erzeugen, bis zu einem gewissen Grad mit Energie, die wir aufwenden müssen. Gerade wenn man jetzt von Bitcoin weggeht, die Energie, die dafür notwendig ist, Geld zu erzeugen, dafür muss man sich ja klar machen, was digitales Geld im Regelfall ist. Es ist ein Eintrag, ein digitaler. Und ob ich da ich mache es mal ganz konkret, wenn ich zur Bank gehe und die Bank, ich einen Kredit aufnehme, und die Bank jetzt, die den Kredit schöpft für mich, und das ist im Endeffekt eine Bilanzverlängerung, die sie digital festhält, das heißt vereinfacht gesagt, sie schreibt den Kreditbetrag in den Computer digital, ob sie da 10.000 reinschreibt oder 5 Millionen, ist rein vom Energieaufwand das Gleiche. Das heißt, dieses Geld vernichten wir nicht, das ist nochmal eine zusätzliche Ebene, dafür muss man einfach sehen, wie dieses Geld entsteht, und da ist es rein vom Energieaufwand in der Hinsicht beispielsweise gleich. Die Grundsatzfrage bleibt aber natürlich, wir sind eine digitalisierte Gesellschaft, das wird noch viel, viel extremer, und dass wir uns da auf möglichst erneuerbare, nachhaltige Energieversorgung umstellen sollten, schnell wie es geht, ist klar. Aber Sven hat ja schon gesagt, Bitcoin ist da ein Extrembeispiel. Das gilt jetzt für alle anderen Zahlungsabwicklungen nicht unbedingt. Ja, meine Frage ist, wie seht ihr denn die Zukunft von Bitcoin oder dieser Art von Währung in Deutschland? Also wie wird unsere Regierung damit umgehen? Man kann ja eigentlich sehr viel damit machen, aber man sieht noch gar nicht viel. Gerne. Also ich glaube, dass wir grundsätzlich das vielleicht vorweg, glaube ich, erstmal kein Verbot sehen. Die Angst besteht ja manchmal, dass Staaten jetzt Bitcoin verbieten möchten. Also China hat es ja auch durchaus getan. Das heißt, in China kann ich nicht an Börsen zum Beispiel Bitcoin erwerben. Dort gibt es diese Restriktion, weil der Staat es eben nicht so nachvollziehen kann, so gut zumindest. Auch wenn da muss man auch immer sagen, Bitcoin nicht anonym ist. Bitcoin ist pseudonym. Das heißt, auch hier kann der Staat oder die Strafverfolgungsbehörde immer in den meisten Fällen herausfinden, wer die Bitcoins besessen hat oder Transaktionen damit vorgenommen hat. Was ich jetzt grundsätzlich glaube, ist, dass, und das sehen wir aktuell, dass Bitcoin auch in den nächsten Jahren nicht als Währung genutzt wird. Es wird da sicherlich Verbesserungen geben, es wird mehr Akzeptanz auch geben. Das hängt aber vor allem auch an der Weiterentwicklung ab. Das heißt, dass wir bessere Zahlungsprozesse erschaffen, denn aktuell ist es sehr, sehr schwierig. Zum Beispiel kann ich keine Transaktion rückgängig machen. Wenn ich mit Bitcoin etwas bezahle, kann ich nicht wie bei einer Lastschrift eine Rückbuchung machen. Das ist alles final, es ist für immer und ewig durchgeführt, die Transaktion. Ich glaube daher, dass vor allem dieser Wertspeichergedanke von Bitcoin, dass das für viele Menschen, die eben nicht mehr dem Geldsystem vertrauen, die ein weiteres Gold haben möchten, aber ein digitales Gold eben, dann sagen wir, als Investment wird Bitcoin benutzt, aber als Bezahlform sehe ich es eher als eine Substitutswährung vielleicht noch gerade dort, wenn es mal ausfällt. Bislang haben wir nicht das Problem in Europa, der Euro ist stabil. Sollte das mal anders sein, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass solche Phasen, solche Extremphasen vielleicht, auch mal bei einer Bankenschließung, wie wir es in Griechenland hatten zur Finanzkrise, wo dann die Menschen nicht mehr zur Bank gehen konnten, dass das natürlich dann auch eine Krypto-Infrastruktur begünstigt, das sicherlich. Aber ich glaube, dass es erstmal einfach so weitergeht wie bisher, dass da keine großen Veränderungen stattfinden werden. Die wirklich großen Veränderungen, die sehe ich dann eher durch die Stablecoins wie Facebook, dass wir also dann mit Facebook Stablecoins bezahlen werden oder von der Libra Association oder eben vom digitalen Zentralbankgeld. Das sehe ich in den nächsten Jahren definitiv. Aber Bitcoin als Bezahlmittel sehe ich weniger. Vielleicht von mir auch noch kurz an dich, Sven, die Anschlussfrage daran. Kann man sehr kritisch sagen, dass Bitcoin so ein bisschen von dem Finanzsystem, in Anführungszeichen, geschluckt wurde, weil es eben jetzt auch ein sehr, sehr starker ein Asset wurde. Also das ja auch zum Diversifizieren jeder große Vermögensverwalter inzwischen auch in sein Portfolio anfängt mit aufzunehmen und die Bezahlfunktion eigentlich, wie du schon sagst, extrem im Hintergrund gerückt ist. Ist Bitcoin ein bisschen in der Zahn gezogen worden? Ich würde nicht sagen, dass Bitcoin in den Zahn gezogen ist. Man hat aber erkannt eben, dass das einfach eine neue Anlageklasse ist. Und ich glaube, da, wo Geld verdient werden kann, da wird Geld verdient. Das ist ganz kapitalistische, ökonomische Logik. Also auch wenn Banken erstmal dagegen sind,
weil Bitcoin eigentlich einen Angriff darstellt auf die Bankeninfrastruktur, haben viele Banken erkannt, okay, das ist jetzt da Bitcoin, sie können Bitcoin auch nicht zerstören, sondern der ist Teil des ganzen Finanzsystems, sodass man daraus eben auch Anlagemöglichkeiten schafft. Die Nachfrage schafft dann eben auch dann ja die Finanzprodukte dazu. Das heißt, wir haben viele regulierte Finanzprodukte inzwischen, also Future-Kontrakte zum Beispiel, Vorkonstrukte. Vor 2 Wochen war das, glaube ich, hat die Deutsche Börse eine Vorkonstrukt, ein ETC gelistet auf Bitcoin. Das ist also, was wir jetzt erleben, ist eigentlich, dass Bitcoin reguliert wird. Nicht Bitcoin selbst, sondern wir schaffen Produkte, die reguliert sind, die eigentlich sozusagen wieder in die Bankeninfrastruktur reingepresst werden, was überhaupt nicht der Sinn von Bitcoin war im Grunde genommen, also eigentlich eine Pervertierung darstellt. Aber inzwischen, und das ist auch ganz interessant, konnten wir sehen, als in der Corona-Krise wir die extreme, den Kursabsturz hatten Mitte März, dass auch Bitcoin, obwohl es eigentlich nicht korreliert zu den Aktienmärkten, ebenfalls ganz stark nach unten gegangen ist. Und dann aber auch wiederum sehr stark nach oben gegangen ist. Das heißt, wir sehen hier doch eine Abhängigkeit inzwischen, von der man gesagt hat, diese Abhängigkeit existiert eigentlich nicht. Also egal, was an den Finanzmärkten passiert, Bitcoin macht sein eigenes Ding oder der Kryptomarkt. Und das scheint eben nicht mehr der Fall zu sein, weil wir eben institutionelle Akteure auf dem Markt sehen, diese auch mit Bitcoin agieren. Ja, es ist einfach ein Asset. So sehe ich es persönlich, aber mit einer Funktion, dass ich auch damit bezahlen kann. Ein bisschen eben wie Gold. Ich kann auch mit Gold theoretisch zahlen, nur es ist halt zu umständlich, jetzt beim Bäcker mit Gold zu bezahlen. Marion, deine Frage soweit beantwortet? Ja, noch eine Frage. Blockchain ist ja ein Mittel, wie man mit Bitcoin arbeitet, richtig? Also wie ist das Verhältnis von Blockchain und Bitcoin? Genau. Also Blockchain ist erstmal, dass das Problem oft gar nicht so genau definiert. Also ich erkläre Blockchain, es ist ein Konzept. Erstmal ist es ein Konzept, wie wir, ein technologisches Konzept, wie wir Dezentralität herstellen können. Normalerweise haben wir immer Mittelsmänner, die Bank, den Notar, Facebook, Google. Und Bitcoin ist ein dezentrales System. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, dass wir uns untereinander Geld schicken können, wie wir jetzt hier im Zoom-Call sitzen, ohne dass jemand anders diese Transaktion, ja, durchführen muss, also eine Bank zum Beispiel. Und die Blockchain-Technologie basiert auf dieser Dezentralität und auf Kryptographie, also auf der Verschlüsselung. Ich und ja. Durchführen tut sie doch irgendjemand. Irgendeiner muss ja den Schlüssel erzeugen. Genau, aber das sind aber wir. Das heißt, die Netzwerkteilnehmer, die kümmern sich darum, also jeder einzelne von uns, dass diese Transaktion durchgeführt wird. Und daran orientieren wir uns an dem Protokoll. Also die Blockchain hat ein Protokoll. Und daran sind die Spielregeln festgeschrieben. Das heißt, wie bei einem Kartenspiel können wir uns das vorstellen, gibt es ein Regelwerk, an das müssen wir uns alle halten, alle Teilnehmer. Und wenn jetzt eine Transaktion gemacht wird, die nicht von den anderen Teilnehmern sozusagen durchgelassen wird, verifiziert wird, dann ist diese Transaktion ungültig. Und das ist das grundlegende Prinzip, durch einen Konsensmechanismus, in dem ein dezentrales Netzwerk an Teilnehmern zustimmt, Transaktionen durchzuführen. Und Bitcoin ist da eben die erste oder bekannteste Form dieser doch offenen Variante, das heißt, es gibt keine Zugangsbeschränkung, jeder kann da mitmachen, jeder kann sich anschließen, ganz anders als das eher exklusive Bankensystem, was eben nach klaren, wer darf mitmachen, wer darf nicht, reguliert ist, sondern es ist ein offenes, nicht reguliertes System, eine technologische Grundlage, die es uns ermöglicht, Werte zu versenden, das heißt eben, wie bei der E-Mail, kann ich Informationen versenden, nur aber, ich habe die Sicherheit, dass es nicht manipuliert werden kann, der Wert. Das heißt, niemand kann die Euro zum Beispiel mehrfach kopieren. Das wäre eine Katastrophe. Und das ermöglicht eben die Blockchain-Technologie durch die Dezentralität. Danke. Gut, wir haben im Chat noch eine Frage. Welche Akteure sollen aus Sicht der Zivilgesellschaft und Sicht der Industrie bei einer CBDC-Einführung involviert sein? Genau. Ich denke alle. Also grundsätzlich ist es ein gesamtgesellschaftliches Thema. Ich finde es schwierig, da jetzt jemanden auszuschließen. Vor allem Datenschützer sicherlich. Die sollten da ganz, ganz vorderster Front stehen. Und eben nicht nur die Bankenlobby. Also wir haben heute oder die Woche ja gesehen, dass der Bankenverband hier einen Bericht rausgegeben hat, wo er sehr vehement den digitalen Euro fordert. Das finde ich erstmal gut, dass der Bankenverband hier so aktiv vorangeht. Nur natürlich ist es, glaube ich, gefährlich, wenn wieder die alten Akteure die neuen Regeln machen. Und ich glaube, dass eine Durchmischung so ein bisschen der Karten, der Spielkarten da ganz gut tut. Wir eben ethische Fragen, Datenschutzfragen mit berücksichtigen, auch die Startups mehr mit einbinden, vielleicht die noch sehr stark auch die Infrastrukturen brauchen. Das heißt, die Blockchain-Startups zum Beispiel, die ihre Systeme der Zukunft, die Plattformen
der Zukunft entwickeln, dass die eine Mitsprachemöglichkeit bekommen, auch wenn sie sehr klein sind und nicht die Lobby haben, wie die Banken, bei der Entwicklung mitzuhelfen. Weil die Banken im Zweifel wollen ihre alte Infrastruktur natürlich auch möglichst retten. Die ist sehr teuer, aber die ermöglicht ihnen auch eine Art Monopol nicht, aber einen Schutz vor neuen Wettbewerbern, so würde ich es lieber mal formulieren, dass eben neue Startups, Herausforderer, Banken, Challenger nicht so einfach in den Markt eindringen können. Und deswegen ist es wichtig, die kleinen Unternehmen, die Startups, die jungen Innovativen, aber auch die Verbände wie Monetative, der Blockchain-Bundesverband, Bundesblock, die Bitkom natürlich auch, die da alle sehr aktiv sind, diese Verbände alle mit einzubeziehen, mit ihren Schwerpunkten, sei es der Schwerpunkt von Monetative eben auch Vollgeld zu berücksichtigen oder eben der Schwerpunkt der Blockchain-Bundesverbandes, Bundesblock auch wirklich Dezentralität zu gewährleisten, dass diese Akteure alle berücksichtigt werden. Ja, was mich in dem, auch bei der Frage immer ein bisschen umtreibt, ist eine CBDC-Einführung. Es ist ja, also ein Zentralbankgeld lässt sich ja nicht so leicht dezentral wie mal eine Kryptowährung schreiben und austesten. Das heißt, es ist eigentlich immer der ganz große Wurf oder gar keiner. Kann man das so einfach sagen oder gibt es vielleicht doch Möglichkeiten, dass man vielleicht auch mal über einen Testlauf nachdenkt? Wo man sagt, okay, vielleicht schafft man es doch ähnlich wie China in einer kleinen Region mit ein paar Partnern. Es kann eine Bank sein, die sich dem anschließt, eine Sparkasse und ein Fintech, das die Zahlungsinfrastruktur zur Verfügung stellt, als Drittanbieter beispielsweise. Ist es bei CBDC nur der große Wurf und man kann hoffen nur als die Zivilgesellschaft und als Verbände, und dass man da Gehör findet, oder gibt es da vielleicht auch andere Wege, das voranzubringen, das Thema? Ich glaube, wir brauchen mehrere Wege, allein um Wettbewerb zu schaffen. Das heißt, private Akteure können hier natürlich auch Druck ausüben auf die Zentralbanken. Ich glaube aber natürlich, dass die große Akzeptanz, Etablierung eigentlich nur durch Zentralbankgeld kommen kann, weil sie gibt nun mal rechtlich vor, was ist Geld, was nicht. Und auch wenn wir natürlich jetzt Alternativen schaffen, ist das gut, sicherlich in der technischen Experimentierphase, in der wir uns befinden. Aber ich glaube, dass diese zentrale Sache, also eben dann steckt das schon im Namen drin, also Zentralbank eben, dass das auch so bleibt. Ich sehe jetzt nicht die große Dezentralisierung kommen, weil es eben ein Widerspruch ist zur Zentralbank. Das sehe ich schon, weil wie soll man eine Zentralbank wirklich dezentralisieren? Das ist irgendwie schwierig in der Umsetzung, glaube ich. Es braucht ja eben diesen das Direktorium praktisch, das die Entscheidungen trifft. Also eben eine zentrale, hierarchische Infrastruktur. Was ich aber vielleicht oder was ich gut finden würde, ist, wenn wir mehr Wettbewerb haben. Das heißt, es gibt natürlich die Zentralbank-Variante, aber eben auch andere. Das kann Bitcoin sein, das kann Libra sein oder eine Privatinitiative der Banken, von der Commerzbank und einem Startup zum Beispiel. Da bin ich offen. Vielleicht ist es auch das, was wir brauchen, mehr Wettbewerb. Aber ob der Staat es zulassen würde, die Zentralbank, ist natürlich eine andere Frage. Ja, sehe ich sehr ähnlich. Wir haben auch die nächste Frage, wenn ich es richtig sehe, von Hans Florian. Ja, ich möchte mich bedanken für die Ausführungen. Bin mit den meisten Problemen, die geschildert worden sind, ja einverstanden. Das CBDC hätte ja den einen Vorteil, dass man diese ganze Mechanismen zum Vertrauen herstellen gar nicht mehr braucht. Weil man würde sagen, der Zentralbank vertraut man, und da kann man dieses ganze Theater, was in Bitcoin drin ist, sich sparen. Der Nachteil bei einer Zentralbank ist, dass es national ist. Und das ist der große Nachteil gegenüber Facebook. Facebook ist global. Das heißt, wir sind jetzt bei der Geldfrage. Es braucht eigentlich ein Weltgeld. Das ist ja versabelt worden im Laufe der Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man das nicht eingerichtet hat. Diese ganzen Sonderziehungsrechte und das ganze Theater, das ist ja alles der Flickenteppich, den man da eingeführt hat. Also so sehe ich das mit dem CBDC. Und ich würde nur jetzt nicht als Widerspruch, sondern als Ergänzung, als Denkergänzung dazu raten, dass man jetzt nicht von Geldarten spricht. Denn es ist immer noch dasselbe Geld, egal ob ich jetzt digital oder ob das irgendwo hinschreibe oder so. Wir reden ja auch nicht von Geldarten, wenn man sagt Kupfer, Silber, Papier oder Gold. Das sind dann, ist nicht, keine Berechtigung, von Geldarten zu reden. Denn das ist immer noch das Geld, was man irgendwo wegnehmen muss, um es irgendwo hinzutun. Und das ist immer noch die alte Tauschwirtschaft. Und das fällt uns bloß deswegen nicht auf, weil die Lieferungssache, der Lieferungszweig des Kaufens und der Bezahlzweig sind getrennt.
Das hat ja unser leider verstorbenes Mitglied, der Arne Pfeilsticker, in seiner Infrastruktur, die er da vorgeschlagen hat, wieder zusammengeführt, was ich für einen sehr zukunftsvollen Weg für intelligente Verträge ansehe. Also wir denken, es ist was Besonderes, wenn wir das jetzt elektronisch machen. Es ist aber immer noch das alte Theater. Und wenn ich es mal ganz provokativ sagen würde, ist das Bitcoin das Zurückbomben in die Steinzeit, weil nämlich das wieder auf die 1:1 geht. So gut das gemeint ist, P2P, ne, dass man ohne eine Bank, die dazwischen ist, seine Sachen regeln will privat. Aber gesellschaftlich ist es nicht der Schritt nach vorne, sondern es ist der Schritt zurück in eine Tauschsteinzeit. Danke. Ja, danke für die Anmerkung. War mehr ein Statement als eine Frage. Insofern würde ich es auch so stehen lassen. Wir haben eine gute Stunde angepeilt, die haben wir jetzt dann voll. Ich würde vorschlagen, wenn sonst niemand noch eine Frage hat, die jetzt gerne noch einreichen. Eine hätten wir noch. Auch im Chat haben sich schon politische Parteien in Deutschland zu CBDC geäußert oder vertreten Positionen dazu. Und anschließend noch eine Frage, noch die letzte Frage, die gerade reinkam. Sven, ich weiß nicht, willst du darauf antworten? Ja, also es ist von allen Parteien gibt es da Akteure, einzelne Politiker, die sich dafür einsetzen. Ich glaube, das ist ein Problem, was ich mitbekomme, ist, dass es einfach andere Themen überlagern. Einfach das Thema digitales Geld. Es kommen nur sehr wenige Akteure, die sich damit auskennen, glaube ich. Gibt es überhaupt einen Politiker? Wir haben jetzt von der Bundesregierung, das heißt, von der CDU vor allem, auch die Blockchain-Strategie ja gehabt im letzten Jahr, im September 2019. Wo auch da schon drauf eingegangen worden ist. Es gibt auch die konkreten Forderungen aktuell in der Politik von einzelnen Politikern, die das auch konkret fordern. Da gibt es vor allem aus, wie ich sagen jetzt, den Thomas Heimer von der CDU kann man hier benennen, sicherlich einen Frank Stresser von der FDP, Mario Brandenburg von der FDP sicherlich. Es gibt auch von allen Parteien, ich möchte jetzt überhaupt nicht auf irgendeine Partei jetzt einen Fokus legen oder so. Es gibt diese Politiker, aber es ist, glaube ich, insgesamt zu wenig angekommen. Ich glaube auch in Ministerien, man spricht dort, also ich weiß, das Finanzministerium ist im Austausch mit der Bundesbank, mit der Landesbank Baden-Württemberg, da finden aktuell auch Gespräche statt. Es ist ein Thema, aber nur sehr wenige Menschen, glaube ich, sind da sehr aktiv involviert, weil es, glaube ich, ja sehr schwierig ist, glaube ich, da die Bereitschaft auch zu finden für die Diskursbereitschaft und auch dann die Gesetzesänderungsbereitschaft gegebenenfalls oder mal eine Sandbox zu machen, dass man sagt, okay, wir testen das jetzt mal aus. Da muss man schon sehr viele Akteure überzeugen, dass man eben auch mal einen CBD-Test macht, mal einfach in Deutschland, wie es in China auch gemacht wird. Das halte ich für, keiner weiß genau gerade, wo lange es geht, wie schnell es kommt. Das Thema ist gerade bei Wertpapieren sehr stark im Fokus. Das heißt, digitale Wertpapiere werden hier am meisten diskutiert in der Politik. Und da ist es so, dass wir hier weit zurückhängen. Wir hatten eigentlich gedacht, dass dieses Jahr, jetzt im Sommer aktuell, Gesetzesänderungen stattgefunden haben. Die haben nicht stattgefunden, diese Gesetzesänderung. Das heißt, das Wertpapierrecht zum Beispiel wurde noch nicht angepasst. Und ich glaube, korrespondierend zum Wertpapierrecht hinken wir auch noch bei vielen anderen Fragen zurück, zumal man natürlich auch immer die Verantwortlichkeiten sehen muss. Die Politik kann natürlich hier auch nicht immer so viel machen, weil es auch Zentralbankaufgabe ist, entsprechende Änderungen durchzuführen, dass sie auch einfach die Hände gebunden sind, glaube ich einfach, dass der Politik da auch nicht die Möglichkeiten immer so bereitstehen. Würde ich zustimmen und noch ergänzend sagen, natürlich muss Technologiethemen treiben ja auch. Insofern muss es dann auch an die Politik herangetragen werden. Und trotz alledem, wenn digitales Zentralbankgeld gesetzliches Zahlungsmittel werden soll, dann muss es natürlich auch im Parlament, muss es natürlich auch politisch entschieden werden und mitgetragen. Ich teile aber komplett deine Einschätzung, dass so ein Randtest ist. Vielleicht eine kleine Anekdote oder doch ein interessanter Satz, der linken Politiker Fabio De Masi, der sich auch einer der wenigeren, der sich mit dem Thema beschäftigt, bei uns mal auf der Jahrestagung geäußert hat. Da war er mit der Bettina Stark-Watzinger von der FDP, die war damals Vorsitzende im Finanzausschuss des Bundestags. Zitat, und beide haben uns hier auch zugestimmt, die Chiralgeldschöpfung, also die Geldschöpfung, die wir, wie wir vorhin gesehen haben, fast 97% unserer umlaufenden Geldmenge ausmacht, ist den Abgeordneten im Bundestag größtenteils nicht bekannt. Das war einfach die klare Aussage, auch kann man bei uns nachschauen im Video von Fabio De Masi, der auch im Finanzausschuss sitzt, und die Bettina Stark-Watzinger
hat dann so nickend, man kann es im Video sehen, gesagt, ja, aber im Finanzausschuss ist es schon ein bisschen besser. Und das ist ehrlich, ich finde es auch sehr, sehr interessant und auch charmant, aber es ist trotz alledem natürlich, zeigt es einfach auf, dass es schwierig ist, natürlich dann da die Innovation und da das progressive Vorgehen bei den Parteien zu sehen. Deswegen sieht man, glaube ich, auch diese zögerhafte Haltung, weil es ganz, ganz wenige sind, die sich dem Thema annehmen. Das ist eine ganz eigene Frage für sich, warum dem so ist. Wir sind uns ja einig, dass Geld dann doch ein Thema ist, das die Gesellschaft beeinflusst und gestaltet, aber da gibt es eben wenige. Trotzdem, wie du sagst, ich bin gespannt, was da passiert. Gut, wir hatten jetzt noch eine Frage von Nonome. Ja, guten Tag. Mein Name ist Moritz Müller. Ich sitze neben dem Herrn Mattes und meine Frage zielt auf die Geldpolitik, zum einen von Bitcoin versus der CBDC ab. Bei Bitcoin wissen wir ja, dass es niemals mehr als 21 Millionen Coins geben wird. Das gibt einem natürlich auch sehr viel Sicherheit und schafft natürlich auch Vertrauen. Und momentan bei der, also die Geldpolitik der EZB ist ja eher hyperinflationär. Wie wäre es denn dann in einem Vollgeldsystem? Gibt es da schon irgendwelche Planspiele oder Szenarien? Und vor allem, wer würde denn dann die Geldmenge kontrollieren? Also es ist kein Protokoll offensichtlich, weil die CBDC ist ja nicht Bitcoin. Also wäre es ein Gremium von Personen, die, das würde mich eben interessieren, dann vielleicht hoffentlich mal demokratisch gewählt werden? Oder bleibt es so undemokratisch wie aktuell? Genau, also der Frage würde ich mich vielleicht dann annehmen. Da muss man ja unterscheiden zwischen CBDC und Vollgeld erstmal. Digitales Zentralbankgeld wäre zwar auch ein Schritt zum Vollgeld, ist aber noch kein komplettes Vollgeld, keine komplette Vollgeldreform, wie der Verein unter Thiele sie auch vertritt. Das heißt, und da ist die nächste Frage, wie ist ein CBDC gestaltet? Ich habe vorhin mal ein paar Design Principles, 10 Punkte, die auszugestalten sind, hingeworfen an die Wand. Davon ist eines die Emission, also wie würde digitales Zentralbankgeld erzeugt werden? Und je nachdem, wie man sich entscheidet, da gibt es die reaktive und die proaktive Erzeugung. Reaktiv würde heißen, wir führen jetzt ein digitales Zentralbankgeld ein. Jeder Bürger, jede Bürgerin hat das Recht, ein digitales Zentralbankkonto zu führen. Und du sagst jetzt morgen, okay, ich will dieses sichere Geld, eine Zentralbank kann ich nicht weitergeben. Ich wechsle jetzt mein ganzes Girokonto-Guthaben, buche ich auch mein Zentralbankkonto und wechsle es in dem Moment in digitales Zentralbankgeld um. Das wäre eine reaktive Erzeugung. Da würde das digitale Zentralbankgeld erst erzeugt werden, in dem Moment, wo du es quasi umwechselst. Sprich, es wäre nachfrageorientiert. Da ist die Geldmenge, da wird die von keinem Gremium entschieden, sondern da wird die Geldmenge immer noch primär von den Geschäftsbanken, die das Chiralgeld erstmal erzeugen, entschieden. Das ist die eine Variante. Dann gibt es bei CBDC noch die Variante, dass es proaktiv erzeugt wird. Das wäre auch in einer Vollgeldreform vorgesehen. Proaktiv erzeugt heißt, die Zentralbank, die in einer Vollgeldreform als Monetative, dann als vierte Staatsgewalt, so ist die Konzeption, demokratisch legitimiert wäre, anders als heute, transparenter, würde die Geldmenge festlegen, beziehungsweise eruieren. Auch da gibt es Überlegungen, weit über das BIP hinauszugehen und andere Kriterien mit einzubeziehen. Und dann würde das Geld erzeugt werden, ähnlich wie es die Zentralbank heute mit dem quantitativen Easing macht. Allerdings ist da natürlich die Frage nach der Verteilungswirkung. Also das Quantitative Easing der Zentralbank und die Offenmarktgeschäfte, die sie heute tätigen, stützen große Konzerne. BlackRock berät die Federal Reserve, BlackRock berät die EZB in Nachhaltigkeitsfragen. Das darf man zur Kenntnis nehmen. BlackRock hält sehr, sehr viele Anteile an großen Konzernen, die extrem starke CO2-Emittenten sind. Inwiefern die das vernünftig beraten können, muss jeder selber entscheiden. Das heißt, dieses Geld, das da erzeugt wird, von den Zentralbanken heute proaktiv, hat eine andere Verteilungswirkung als in der Folge, in dem Vollgeldsystem beispielsweise. Aber auch da gäbe es natürlich ein Gremium. Da ist immer die Frage, wie schafft man das so demokratisch zu legitimieren und transparent zu machen. Die Frage, die wir halt immer in der repräsentativen Demokratie haben, die wäre da aber anders geregelt. Ich hoffe, die Frage beantwortet so ein bisschen, vielleicht noch kurz, weil du Bitcoin auch angesprochen hattest, dass es ja gedeckelt ist nach Protokoll.
Das geht bei Bitcoin aus meiner Sicht, weil Bitcoin eben nicht die Zahlungsfunktion hat, die allgemein akzeptiert wird von jedem. In dem Moment ist immer diese atmende Geldmenge, wo wir aber eine Geldmenge haben, die die Zentralbank beispielsweise in einem Vollgeldsystem zur Verfügung stellen muss, sodass die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft damit leben kann, und atmen kann und tauschen kann. Wir wachsen mal stärker, wir wachsen mal schwächer, entsprechend muss die Geldmenge sich mit verändern können. Ist es eine andere Anforderung als an Bitcoin, aus meiner Sicht. Vor dem Hintergrund, dass Bitcoin eben nicht von der gesamten Gesellschaft und der gesamten Wirtschaft für Zahlungen genutzt wird. Ich denke, das ist dann ja letzten Endes mehr eine wirtschaftsphilosophische Frage, ob man jetzt eher aktuell ja, Modern Monetary Theory oder Keynesianer ist oder ob man eher Anhänger der österreichischen Schule ist, ob sich denn die Geldmenge tatsächlich verändern muss, ob man die manchmal ausweiten muss und manchmal verringern muss oder ob sich das Beste wäre, ob die Geldmenge immer gleich ist. Also ja, hängt halt dann von dir persönlich ab, welcher Philosophie du wirklich anhängst. Ja. Eigentlich haben wir es ergänzend jetzt auch an der Stelle, wir haben ja vorhin das Beispiel ja auch gesehen mit 3% Bargeld und 97% digitales Geld. Wir haben ja doch heute auch schon legitimiertes Geld. Drucken tun wir es ja gar nicht wirklich, also physisch. Das hält ja nachher keiner in der Hand, sondern drucken tun wir es ja nur irgendwo digital, virtuell. Wir schmeißen ja das Geld nicht einfach auf den Markt. Das ist ja genau das Gleiche. Das Geld, wo wir angeblich drucken und der Bank zur Verfügung stellen, das gibt die Bank ja nicht aus, derzeitig an die Konsumenten. Genau, das bleibt im Interbankenkreislauf. Bei den Banken, Zentralbankreserven, die Banken schwimmen in Zentralbankreserven schon seit der letzten Krise, einfach gesagt. Insofern ist es immer die Frage, ob es dann inflationär wird oder nicht. Das ist ganz richtig. Gut. Vielleicht so eine abschließende Ergänzung meinerseits, vielleicht fällt mir doch noch eine Frage ein. Ja. Wäre vielleicht nett, macht ihr das öfters, gerade an der Seite, würde man vielleicht das eine oder andere... Wir machen das ja sehr öfter, nächsten Donnerstag beispielsweise, schöner Übergang zu meinem Outro, das ist ja toll. Nächsten Donnerstag um 19 Uhr ist Dirk Ehns, Professor Dirk Ehns von der MMT, bekannter Vertreter bei uns zu Gast. Wir machen eigentlich jeden Donnerstag vom Unternehmen eine Webkonferenz, die wir auch aufzeichnen als Podcast oder als Video, je nachdem. Und einfach vielleicht bei uns auf der Webseite den Newsletter abonnieren, ist direkt auf der Startseite zu finden, verpasst man die Infos nicht. Wie gesagt, nächsten Donnerstag geht es dann eben auch stark um Staatsfinanzierung und potenziell auch direkte Staatsfinanzierung eben mit Professor Dirk Ehns. Und gibt es von eurer Seite her auch schon Gespräche hinsichtlich dem Vollgeld? Die Vollgeld auch verstärkt, aber gerade in Richtung CBDC. Also wir waren auch dieses und letztes Jahr stark mit, verstärkt mit Parteienvertretern, verstärkt mit der Bundesbank und auch mit den anderen Bankenverbänden im Gespräch und im Austausch. Und werden da jetzt auch im Zuge unseres Positionspapiers, das wir nächste Woche veröffentlichen als Verein, zum digitalen Zentralbankgeld, alles aus der Perspektive der Zivilgesellschaft, weil eben die Zentralbank und die Geschäftsbanken viele Papiere dazu veröffentlichen langsam. Aber uns immer noch ein bisschen so die zivilgesellschaftliche Perspektive zu kurz kommen, werden wir veröffentlichen, da werden wir auch wieder stark in Austausch gehen. Also da öffnet sich auch so ein bisschen der Dialog wird einfacher, wird direkter und auch immer interessanter. Da geht es natürlich auch um Vollgeld, aber digitales Zentralbankgeld kann aus unserer Sicht, ist aber immer mit der Einschränkung, es kann je nach Ausgestaltung ein Schritt in Richtung Vollgeld sein. Soweit zumindest unsere Position. Gut, dann, Sven, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. War sehr interessant, sehr informativ. Und wünsche allen anderen Teilnehmenden noch einen schönen Digitaltag, der noch gut annimmt. Wir werden die Veranstaltung auch aufzeichnen und für uns auf YouTube hochladen. Und wünsche allen ein schönes Wochenende. Ja, auch vielen Dank. Wünsche ich auch allen.